Er setzt an, holt aus. Trump will seine demokratischen Gegner verbal mehr als sonst treffen und inszeniert sich als Opfer vor hunderten Anhängern hier in Pennsylvania. Denn es ist der erste Auftritt nach den FBI-Durchsuchungen in seiner Villa. The FBI and the Justice Department have become vicious monsters. Das FBI und das Justizministerium sind zu Monstern geworden, kontrolliert durch radikale Linke, Anwälte und die Medien, die ihnen sagen, was sie tun sollen. Und dann attackiert er den Präsidenten direkt und noch aggressiver als sonst. Er ist ein Staatsfeind, genauso wie seine Gruppe um ihn herum, die ihn kontrolliert. Er hat die bösartigste, hasserfüllteste und am stärksten spaltende Rede gehalten, die ein amerikanischer Präsident jemals gehalten hat. Gemeint ist Bidens Rede am Donnerstag in der Metropole Philadelphia in Pennsylvania. Zur besten Sendezeit holte der US-Präsident ebenfalls zum verbalen Schlag aus. Donald Trump und die MAGA-Republikaner verkörpern einen Extremismus, der die Fundamente unserer Republik bedroht. MAGA, die Abkürzung für Trumps Slogan Make America Great Again. Es ist ein rhetorisches Duell aus der Ferne, zwei Monate vor den sogenannten Zwischenwahlen im November. Auch wenn Bidens Demokraten in den Umfragen zuletzt zulegten, müssen sie weiterhin befürchten, ihre bisherigen Mehrheiten in den Kammern an Trumps Republikaner zu verlieren. Trump will weiter seinen Gegnern auf der Nase rumtanzen und warnt, dass die Razzia in seiner Villa eine Gegenreaktion provozieren werde, wie sie noch nie jemand gesehen habe.